Hallo Mitspieler, mein Name ist Low Riot und ich begrüße euch zur mittlerweile 104. Episode dieses City Skylines After Dark Let's Plays. Ja, wir sind immer noch am Ergänzen. Seit gut 2-3 Episoden steht unten die Uhr, da ich so viele Eingriffe gerade in die Stadt habe oder mache, dass es wahrscheinlich große Probleme mit der Bevölkerung geben würde, wenn ich die Uhr laufen lassen würde. Ja. Aber das wisst ihr ja alle, wenn ihr die Episoden davor gesehen habt. Letzte, was wir getan haben, was ich getan habe, ist hier die Schiene direkt neben die Straße zu flanschen. Und dann kann ich auch diesen Ring wieder bauen. Praktisch hier diese Straße verlängern. Ups, wohin geht die? Die geht bis hier. Dann bauen wir uns doch da mal wieder eine 1-4 ran. Überirdisch wäre toll. Eins, zwei, drei, vier. Flicken wir gleich die Bahn. Einen in den Keller. Bumm. Oh, das hat auch alles connected, jawohl. Dann nehmen wir noch unten. Schick, schick. So. Dann nehmen wir wieder unsere Lieblingsallee. Vergessen nicht, dass wir biegen wollen. Oh, das könnte ungefähr hier sein. Volltreffer, ja. Einmal. Genau dasselbe. Jetzt bis unter die Autobahnauffahrt. Gucken wir mal, wie das Ding läuft. Einer zu wenig. 1, 2, 3, 4, 5 soll es sein. Da kommen wir dann noch richtig an. Gut, hat sich der Ring auch wieder geschlossen. Gibt es hier noch die ein oder andere Speicher? Was passiert hier mit dem Zug? Weil hier kann ich ja schlecht einen Tunnel bauen. Allgemeiner Straßenverzicht in dieser Ecke. Freiwillig. Hier wird's schief. Oder ja nicht. Ja, das ist hier auf jeden Fall ein Sonderfall mit der Schiene, mit den Straßen. Hier brauchen wir auch nicht unbedingt Straßen, da hier ja auch nicht viel los ist. Im Grunde genommen kann man auch diese ganze Brücke hier wegknacken. Ich lasse erstmal. Schauen wir mal, wo das hinführt. Hier passt auch nichts mehr zwischen. Aber hier. Okay. Ah, das wird ein bisschen eng, ne? Ah, das reicht nicht, muss ich mehr wegnehmen. Verbinden, aber auch mal keine Biegung einbauen.
Ja, hier gibt es auch keine Straße. Die wäre ungefähr hier. Direkt überm Wasser. Eventuell hier, aber ich hatte das schon ausheben müssen. Das war direkt hier an so einem kleinen Bruch. Hier, das haut nicht hin. Müssen wir auch drauf verzichten. Nicht wir, sondern die Citizens. Wie weiter? Gucken wir mal strommäßig, ob das noch alles hinhaut. Da habe ich ja auch öfter mal unterbrochen. Wir kommen hier zum Erz. Dann können wir den Kram hier auch wegnehmen. Kommen hier raus. Und das versorgt die Stadt. Das ist okay. Den hier hatten wir unterbrochen und den brauchen wir, weil der versorgt unsere Häfen. Gut, haben wir das. Der Flughafen möchte noch in Betrieb genommen werden. Strom sollte er haben, aber die Straßenanbindung fehlt noch. Okay, reißen wir aber bestimmt gleich wieder ab, wenn wir mit der Autobahn anfangen. Weil das ist ja das nächste große Ding. Die komplette Autobahn, die sich hier rumschmiegt, praktisch wie die Bahnschiene hier nebenzulegen. Monsterprojekt. Monsterprojekt, von dem ich praktisch schon träume. Dann müssen ja die Häfen hier doch weg. Oder zumindest der Personenhafen hier. Oder Passagierhafen. Und man sollte mal, oder ich sollte mal auf dem Trockenen einfach auch mal gucken, wie könnte das denn mit der Autobahn aussehen? Weil ich will das ja auch ein kleines bisschen platzsparend bauen, eventuell. Also mit Auf- und Abfahrten. Dann haben wir ja noch das Ding, dass ich in der Stadt hier diese Tunnelsystem habe. Habe ich hier diese zwei, guck mal von oben, also einmal diesen Ring hier und diesen Ring. Und das ist ja der Ablauf. Das heißt, alle Autos, alle Personen, die die Stadt verlassen wollen, können das ja nur über diesen Tunnel. Das hatte ich ja mal irgendwann festgelegt. Und das sieht man hier auch an den Autobahnkreuzen. Da kommt dann halt ein Tunnel und dann hauen die da ab. Und das hier sind ja immer bloß Einbahnstraßen, also dass man in die Stadt reinkommt. Einfach nur, um diese Straßen hier zu entlasten. Na, guck mal, hier fehlen schon wieder die ganzen Triebwagen. Hier gibt es schon wieder Ghosts. Geisterautos. Ätzend. Hier auch der Abflusstunnel. Also da bin ich ehrlich gesagt doch noch komplett konzeptfrei, was die Autobahn betrifft. Weil die Frage ist ja die. Aber was heißt die Frage? Wir haben uns einfach mal so dahin geklärt, die Autobahn. Einer fährt nach rechts und einer fährt nach links. Nun muss an jeweils eine dieser Bahnen jeweils eine Abfahrt und eine Zufahrt. Das heißt, der Tunnel von hier wird dann irgendwie verlängert. Der splittet sich dann hier auf. Oder baue ich hier auch so ein Rondell drauf? Jetzt mal ganz Freestyle, das ist jetzt bloß so ein bisschen herumzuspielen. Na, da sind die Abstände nicht groß genug.
ein bisschen größer. Jetzt will er wieder überall andocken. Jetzt will er immer noch überall andocken. Was soll denn das jetzt? Hallo. Was ist denn hier los? Warum? Was? Okay. Muss ja nicht schön sein und das muss auch alles jetzt nicht stimmen. Das ist einfach bloß ein bisschen zum Testen, zum Spielen. Auf- und Abfahrten würden dann ungefähr so funktionieren. Wobei die Abfahrten ziemlich kurz sind. Da hätte ich lieber ein bisschen mehr Stauraum. Einfach mal von hier. Ja, das passt schon. Ja, das wird schon passen, wenn man das ein bisschen anders dann baut. Das ist jetzt Altbus oder hingekleert. So, da hätten wir die Auf- und die Abfahrten direkt von der Autobahn, sind aber immer noch nicht mit der Stadt verbunden. Man machen wie ein bisschen weiter links, dass man ihn hier weghaut. Tick, 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 tick. Dann nimmt man ihn hier. Und warum will er jetzt nicht? So, da hätten wir mal den Weg in die Stadt hinein. Ja, und jetzt müssten wir noch irgendwie einen Tunnel ranfummeln. Und das wahrscheinlich auch wieder von der anderen Seite. Was dann halt auch eine ganze Menge Platz kostet. So breit wollte ich das ja nicht haben, alles in allem. Na gut, wenn ich so breit baue, könnten ja hier rein theoretisch auch Menschen wohnen. Also könnte ich hier diese Zonen auch vergeben. Hier auf der Seite kommen ja die Bahnhöfe hin. Hier kommt ein Bahnhof und da kommt ein Bahnhof hin. Auf der Seite könnten Leute wohnen oder wenigstens die Werbe. Leute werden ja hier nicht direkt an der Autobahn wohnen wollen. Aber wie Werbe oder Büros könnten da funktionieren. Wenn ich die Autobahn direkt hier so auf diesem Abstand halte. So ungefähr wie hier, ihr seht's ja. Was wäre denn, wenn ich beispielsweise... Ach, jetzt will er hier überall andocken. Ah, das ist schwierig.
nicht. Den Kreis hier oben noch ein bisschen höher bauen. Dann die beiden hier auseinanderbiegen, so dass der Tunnel zwischen den beiden hochpassen würde. Puh. Das ist ein zu lang weg damit. Leute, wie machen wir es am besten? Sagt doch mal was. Lasst mich doch hier nicht so hängen. Ja, Tunnel ist auch noch so eine Option. Probieren wir mal den. Das ist auch alles auf dem Boden. Nicht, dass da wieder irgendeine Brücke ist. Okay. Und ich sollte langsam ein kleines bisschen aufpassen, weil mir rinnt da unten das Geld ein bisschen durch die Hände. Oh, ist ja auch bloß ein Konzeptbau. Das ist ja einfach bloß jetzt, wie ihr sagt, um ein bisschen rumzutesten. So. Dann könnte hier praktisch der Tunnel, der Abfluss aus der Stadt hochkommen und irgendwie mit dem Ding hier in der zweiten Etage connecten. Könnte. Pumba! Hey! Ja, du! Weg vom Wäscheständer! Weg! Mein Kater. Sorry. Dann auch ein Dalo Riot muss Wäsche waschen, wenn es geht, ohne Katzenhaarkontamination danach. Oder währenddessen. So. Das passt hier jetzt nicht, weil zu flach. Was wäre denn, wenn wir noch einen höher gehen? Einfach mal so. Irgendwie hat er da keinen Bock drauf. Noch eine Etage höher. Das wird nicht funktionieren. Das ist aber scheiße. Biegst du denn da? Warum brauchst du da nicht einfach gerade? Nee, so würde ich es nicht wollen.
passt das auf der Seite nicht. Scheiße, schief, gefällt mir auch überhaupt gar nicht. Wahrscheinlich wieder nicht passen. Na, das ist praktisch alle im Weg. Alles irgendwie nicht so gut, weil letztlich will ich ja nun auch genau dieses System, was ich mir hier jetzt versuche zu erarbeiten, auch 4 bzw. 8 Mal rund um die Autobahn bauen. Und das kriegt mit meinem Autismus nicht gebacken, wenn das hier so ein schiefes Ding ist mit 4 verschiedenen Ecken. Krieg Schweißausbrüche, krieg feuchte Finger und dann entgleitet mir die Maus. Das muss nicht sein, Leute. Ja, Spaß, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, unten. Und den, aber hier passt ja jetzt kein Tunnel durch, nehme ich mal stärkstens an. Ja, nehmen einfach ihn. Tuck, tuck, tuck. Runter, runter, runter. Gefälle zu stellen. Ja, und rechts und links alles rot. Alles im Weg, alles schlecht. Tja. Wie, Leute? Wie? Das wird ungefähr der Abstand sein, in dem die Autobahn um die Stadt herum geht. Rein theoretisch oder auch praktisch kann ich ja die Abfahrten auch irgendwie so bauen. Also man nehme beispielsweise ihn, macht dann den und dann den und dann dachte ich den. Kommen wir mal von hier, machen so und so. Bumm, das wäre beispielsweise, je nachdem wie ich diese Straße definiere, ob das, ob die nach rechts oder links fährt, ist das eine Ab- oder eine Zufahrt. Bloß, dann hätte ich ja keine Verwendung für mein super Tunnelsystem, wo ich schon zig Milliarden ausgegeben habe. Ja, das hier. Das müsste ich ja auch irgendwie nach oben führen. Beziehungsweise, ja, macht ja dann überhaupt ja keinen Sinn mehr. Und das würde mir den Verkehr hier wahrscheinlich auch ein bisschen zu doll ballen. Gut, müssen wir uns nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber machen wir erstmal einen Zwischenstopp. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaltet. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch würde mir auch super helfen. Und wenn ihr Fragen habt, benutzt bitte den Kommentarbereich.
Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.